Willkommen zu diesem Video. Heute geht's mal weiter mit der 10-Sekunden-Challenge. Es hat ja lange gedauert, bis es endlich mal weitergehen kann. Jetzt muss ich mal gucken, wo die 10-Sekunden-Challenge eigentlich ist. Da ist sie ja. Okay. Endermänner sprechen Englisch, aber rückwärts. Mir ist halt noch gar nie aufgefallen, dass Endermänner sprechen. So, das hier, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich weiß auch nicht, was da passiert. So, diese Glaswand, die machen wir weg, denn ich habe eine Entdeckung gemacht. Wartet mal. Dafür müssen wir mal eingeben slash give at a wir haben endlich mal Barriere. Du hast Barriere Sternchen 1 erhalten. Endlich. Barriere Sternchen 1 an Mario 1.234.562.751 gegeben. Mal auch haben. So, wo wir jetzt Barrierenglücke brauchen, ist erstens mal hier. Denn da soll man ja nicht durchkommen. Und das kann man ja gar nicht, weil wenn man die Barrierenglücke, wenn man die nicht mehr im Inventar in der Hand hält, dann sind sie ja unsichtbar. Und da brauche ich keine Barrierenglücke. So, hier brauche ich aber wieder Barrierenblöcke. Denn hier soll man ja auch nicht durchkommen. Und ich finde, hier dann viel besser aus, wenn da nicht das ganze Glas ist. Na dann. Dann sind wir hier, wo wir auch schnell machen müssen. Habe ich das eigentlich aufgenommen, diesen Raum? Ich glaube nicht. Hier steht dann, in diesem Raum darf man nicht den Boden berühren. Das kommt aber weg. Sowas soll später erst kommen. Und da dann. Wie sollen wir das jetzt am besten machen? Ich kann mir Koordinaten nicht so gut merken. Wir machen das mal so. Nee, so. Nein, wir machen das mal so. Befehl so. Gesetzt, Phil. Also 20, 16, 47. Also ich bin wieder da. 20, 16, 47. Darf ich nicht vergessen. So. Und noch. Befehl gesetzt. Fill 20, 16, 47 --, Baria. Wird funktionieren. Befehlsblock 1288 Blöcke platziert. Hat wohl funktioniert, oder? Yes! Wir haben hier jetzt eine riesen Barrierenwand. Und so leicht kommt man hier nicht durch. Weil guck mal jetzt an. Hier kommt man nicht mehr durch. Man
Klar, man kommt von den Seiten durch, aber das wird ja auch noch später zugemacht. Ja, dann werde ich mal spielen. At 192 Blöcke platziert. Also man sieht, at man zwei hat Blöcke platziert. Eigentlich at zwei Blöcke platziert. Am Anfang at Zeit. Zwei Blöcke platziert. At das Blöcke möchte platziert. Ich ändern. At 31 Blöcke platziert. At 510 Blöcke platziert. At 10 Blöcke platziert. At 72 Blöcke platziert. Damit man nicht so viel Zeit hat. Und dann hätten wir auch das hier geklärt. At 192 Blöcke platziert. Jetzt guckt euch das mal an, das sieht ganz platziert. Wie ein ganz normaler Raum aus. Zwei Blöcke da platziert. Wieder denken. At zwei Blöcke hier, platziert. Man muss einfach nur so durch die Türe, aber nicht da. At 30 Blöcke mal platziert. Diese Barrieren. 510 Blöcke platziert. Und manche at werden bestimmt Blöcke denken, platziert. Oh, da schnell. At 72 Blöcke Türe. Platziert. Dann müsste ich mal schnell durch. Aber nichts da. Diese Türe, da kann man ja nicht durch. Und da kann man auch sein Glück versuchen, aber der offizielle Weg ist da. Und na dann versuche ich mal jetzt, ob es besser läuft. Ich weiß ja, wo die Barrieren sind, deshalb habe ich es ja einfacher. Und ja, es wird schwerer. Mit den Barrieren, die man sieht. Also, ja. At zwei Blöcke platziert. At zwei Blöcke platziert. Man sieht hier schon, dass at zwei Blöcke platziert. At ich dachte Blöcke schon, platziert. Dass das Sackgassen at gibt. 31 Blöcke platziert. At 510 Blöcke platziert. At 10 Blöcke oh platziert. Gott, das mal an. At 72 Blöcke platziert. Aber naja, guck. Oh, jetzt sieht das Ganze hier so aus. Wenn man halt hier ist und dann so runterfällt. Naja, man wird es bestimmt immer trotzdem nicht schaffen, oder? Aber guckt euch mal an, wie das ganze Haus aussieht, wenn der Boden weg ist. Oh, das sieht so komisch aus. Ja, das sieht hier so aus, als ob hier alles abgerissen ist durch das ganze Ding. Von hier sollte ich es nicht machen, da ist ja, sind ja die ganzen Barrieren, außer, ja, das fällt mir gerade eben erst ein, dass ich die Barrieren sehen kann durch den ich im Inventar habe. Dann resette ich alles mal. At
Es wird auch später alles beschriftet sein. Also ja, das wird alles passen. Wartet mal kurz. So, ich bin wieder da. Also mir ist gerade eben was eingefallen. Also dass wir halt hier im nächsten Raum alles so Barrieren machen. Der ganze Boden, die Wände, dass man halt dann noch den Weg suchen muss. Aber da ist halt die nicht. Und dass man halt dann so Löcher macht, wo man reinfallen könnte. Nur ist halt da meine Frage, ist es nicht vielleicht etwas zu unfair, wenn man als Spieler die Blöcke nicht sieht? Ich glaube, das ist als Spieler halt dann unfair, wenn man die Blöcke nicht sieht. Deshalb lasse ich das mal. Und da dann. Ich mach mal alles weg und dann. Ja, ich überlege mir noch, was ich da mache. Eine andere Idee wäre es halt, dass da mehrere Command-Blöcke sind, wo man versuchen muss die dann damit halt mit zu den richtigen Koordinaten teleportiert zu werden oder was weiß ich was. Nur ist halt die nächste Frage, ist es nicht so schlecht, weil mit den Command-Blöcken kann man doch alles machen und ich glaube, im Überleben kann man die doch nicht mal öffnen. Aber selbst wenn man sie da öffnen könnte, man könnte da doch alles machen. Damit dann, und das möchte ich ja nicht. Deshalb lasse ich das mal auch. Vielleicht wenn dann, dass man halt irgendwo einen Command-Block finden, also so ein Knopf finden muss, wo dann der Befehl drinnen ist. Aber jetzt muss ich das wieder finden.